Genau, super. Und Körperspannung jetzt. Ariano schickt ein Kind nach dem anderen bei strahlendem Sonnenschein und bestem Badewetter auf die Bretter. Für viele von ihnen ist es das erste Mal auf dem Wakeboard. Manche haben es sofort raus. Bei anderen wackelt es aber noch ein bisschen. Der Profi hat aber für alle die richtigen Tipps. Winkel deine Arme noch ein bisschen mehr an. Nee, richtig schön an die Knie ran. Genau, super. Der ultimative Tipp, Spaß mitbringen. Natürlich Seepferdchen, das wäre super. Also Schwimmen wäre immer toll. Und sonst, der beste Tipp ist, immer zuhören und das machen, was wir sagen. Dann funktioniert das meistens immer. Ariano selbst hat auch als kleiner Steppke begonnen, in der Anlage seiner Eltern. Allerdings war das mit dem Spaß damals so eine Sache. Früher hatte ich sehr viel Angst vor Wasser. Also das kann man gar nicht glauben jetzt, aber ich war ein Schisshase, was Wasser angeht. Badewanne war okay, aber da in so eine riesen Pfütze reinzuspringen, das war mir zu heikel gewesen. Die Angst vor dem Wasser hat er aber offensichtlich schnell abgelegt. Stattdessen hat Ariano schon damals einen unglaublichen Ehrgeiz und auch Mut entwickelt. Mit 13 ist er nämlich schon Jugendweltmeister geworden. Ein paar Jahre später dann Jugendeuropameister. Und jetzt eben deutscher Meister bei den Erwachsenen. Es ist schon ziemlich cool. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin relativ locker damit rangegangen. Aber dass ich das doch schaffe, einen Titel mir zu holen, hätte ich nicht erwartet. Aber habe mich natürlich super gefreut. Also mega geil. Um so über das Wasser zu rasen und über die Schanzen zu springen, ist natürlich sehr viel Übung nötig. Das ist auch den Schülerinnen und Schülern klar, die an der Kiesgrube Leube zu Gast sind. Sie sind aber schwer beeindruckt vom deutschen Meister und freuen sich, dass sie von ihm lernen können. Zuerst wusste ich das gar nicht und dann war ich noch mehr aufgeregt irgendwie. Er ist praktisch ein Star so ein bisschen und dass er einfach so Leuten wie uns halt hilft, ist finde ich cool. Ja, also am Anfang dachte ich streng, aber dann ist es sehr, sehr, sehr nett und sympathisch. Ja. Und vor allem hat der 26-Jährige wahnsinnige Freude an seinem Sport. Wenn er selber auf dem Brett steht, dann ist die Welt für ihn in Ordnung. Ich übe das, was ich möchte und das mit meinen Freunden halt zusammen. Wir fahren dann auch gerne mal eine Doppelleine und machen halt irgendeinen Quatsch auf dem Wasser. Ja, wir schubsen uns zum Beispiel, mal schauen, wer als letztes dann noch auf dem Brett steht oder irgend so ein Quatsch. Das macht halt einfach Spaß. Bei all dem Spaß kommt der Ehrgeiz aber nicht zu kurz. Nach dem Erfolg bei den deutschen Meisterschaften in Trier möchte Ariano im September gerne auch bei den Europameisterschaften in Paris abräumen.